So, Mann, und herzlich willkommen zu einem Video. Also, ich bin hier irgendwo im Nirgendwo. Ich auch Wurst. Also, folgendes. Und zwar, ich mir aufgefallen. Ja, kann ich nicht dunkler machen, egal. Auf jeden Fall, war ich mir aufgefallen, dass 10a irgendwie eine Störung hat. So kommt es mir so vor. Also, 7d, ihr seht's, SMC, ist gerade über den Balken drüber, ne? Alles wunderbar. 8a, 1 drüber, genau das gleiche, SVR, bla bla bla. Die anderen funktionieren alle wunderbar. Aber jetzt 10a ist er, ne? Drüber, ihr seht's. Aber irgendwie verschwindet er. Aber da kommt auch nichts. Warum kommt da nichts und warum verschwindet es plötzlich wieder? Also, ihr könnt mir jetzt nicht behaupten, der Empfang ist schlecht. Ihr seht ja, der ist deutlich über den Balken drüber. An dem liegt also nicht. Und ich glaube auch nicht, dass mein Radio kaputt ist, was viele wieder behaupten werden. Weil, wie man hier ja sehen kann, die anderen Sender, die funktionieren. Und auch die Bodenseesender, 8b, obwohl gerade über den Balken drüber ist, funktionieren. Allgäu. Und auch 8a, auch der funktioniert. Nur 10a funktioniert gerade nicht. Von daher muss ein Problem am 10a liegen. Ja, ich müsste eigentlich schon was kommen, weil es schon deutlich drüber. Da kommt aber auch nichts und verschwindet immer wieder. Also 100 Pro hat irgendwie 10a gerade eine Macke. Garantiert. Weil die anderen Kanäle, die tun alle. Auch wenn es nicht Vollanschlag ist. Ja. Falls es manche nicht gesehen haben, ich kann es dann nochmal demonstrieren. Hier zum Beispiel 7D. Ja. Ist auch ein Ding drüber. Aber der funktioniert. Beim Einlesen. Also muss es am 10A-Kanal liegen und nicht am Radio. Naja. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal und ciao.